Die Wahl steht vor der Tür. Wie glaubst du, wird es ausgehen? Eine Stichwahl. Zwischen wem? Zwischen der SPÖ und der ÖVP. Also ich glaube, dass die Wahl zu Ungunsten der ÖVP ausgehen wird, aufgrund einfach der ganzen Korruptionsfälle, weil so ganz abgrenzen können sie sie nicht. Und die Umfragen sagen halt auch, dass die Grünen trotz ganzen Klimakrisensommer eigentlich nicht profitieren, was eigentlich erstaunlich ist. Ansonsten FPÖ nicht wahnsinnig stark, Neos auch unter dem Potenzial, das sie eigentlich hätten, und viel bleibt dann eh nicht mehr übrig. Ich glaube, die ÖVP wird gewinnen und die Neos werden Zweiter werden. Oder Dritter. Und die SPÖ? Ja, die werden Zweiter, Dritter sowas werden. Ja, ich denke schon, dass die ÖVP Gewinner sein wird, aber sie wird einiges weniger sein. Und ich schätze auch, dass die SPÖ einiges stärker wird und die anderen werden sich die anderen Parteien aufteilen. Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass die ÖVP einen Schlappen kriegt. Und ich hoffe, dass die FPÖ gewinnt. Ich glaube schon, dass der Toni Matle Landeshauptmann wird, weil er ein ganz sympathischer, netter, geradliniger Mensch ist. Das meine ich. Verlässlicher. Und ja. Wir sind Stammwähler. Ich hoffe, dass wir es machen. Ich vermute, dass leider Gottes die ÖVP ein bisschen verlieren wird. Ja. Und eventuell die Grünen mehr. Blauen, ja, werden wir es sehen. Aber es wird sich einiges tun. Ein bisschen Änderung wird sicher stattfinden, auf alle Fälle. Das Ergebnis kommt ja demnächst, kann man sagen. Was sagst du? Glaubst du, dass die ÖVP jetzt nach der Zeit mit Blatter wieder so stark wird, wie sie einmal waren? Ja, das werden wir sehen. Also ich traue mich wirklich nicht ganz sagen. Ich bin da gespalten. Mal schauen, eben wie gesagt, wer das Rennen macht, ich traue mich wirklich nicht sagen. Ich habe schon viel gehört, die einen stimmen so, die anderen stimmen so. Aber eben wie gesagt, ich bin gespannt. Glauben Sie, dass die ÖVP stärkste Partei bleibt und glauben Sie, dass sie... Ich glaube nicht, dass es bleibt. Dass sie eher prozentual zurückfällt. Ja, es ist die ganze Geschichte mit den verschiedenen Schwierigkeiten, Skandale. Es ist jetzt einfach... Glaube ich, dass sie sich nicht mehr so gut verkaufen können, sozusagen, weil viel dann einfach ein bisschen Politikverdrossenheit ist einfach so stark geworden jetzt in letzter Zeit. Ich glaube eben, weil der Herr Blatter geht, glaube ich, werden die Stimmen auch weniger werden, weil er war eigentlich schon sehr beliebt. Gell? Und na, ich traue mich echt nicht sagen. Ich bin selber sehr gespannt. Es wird sicher eine interessante Wahl und auf das Ergebnis bin ich schon sehr neugierig. Ja. Wer kriegt den Platz 2? Platz 2? Die SPÖ. Meinst du, den Dornauer mag ich nicht so gern. Der ist mir nicht so sympathisch. Da mag ich die Grünen lieber. Also ich glaube, die Sozialdemokraten werden auf jeden Fall einen Vorteil davon haben, dass der Matle ziemlich eingeschissen hat in der ganzen Wahl. Also ich glaube, die werden auf jeden Fall so 26% zusammenbringen. Ich hoffe, die FPÖ überholt es aber. Naja, die SPÖ profitiert halt davon, dass die ÖVP halt total absagt. MFG ist, glaube ich, die Zeit vorbei. Hat die MFG eine Chance in Tirol? Puh, ja, also ich schätze jetzt, schlecht stehwärts nicht, aber ob sie es schafft, traue ich mir jetzt auch nicht sagen. Also sie wird schon vorrücken, aber ich schätze nicht, dass sie so weit vorkommt als für die anderen. Wie glauben Sie, geht es dann weiter, Koalitionsbildung? Also meine Wunschkoalition war auf jeden Fall SPÖ, FPÖ, Neos. Aber ich glaube, es werden Matle, vielleicht SPÖ und Neos. Wahrscheinlich.